outside in the cold again. I think I'm alright, but I'm lost within. Took over my life, so it has to end. It's over this time, yeah, you came and went. You left me outside in the cold again. I think I'm alright, but I'm lost within. Took over my life, so it has to end. It's over this time, yeah, you came and went. Ja, servus Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Jetzt machen wir mal einen Lona-Vlog, nehme ich euch einmal mit. Und das erste, was wir jetzt tun, also wir tun heute Maiswechseln, erster Tag, wo ich dabei bin. Jetzt tun wir erst einmal Motoröl nachschauen. Jetzt probieren wir das dann mal. Dann brauchen wir noch einen Oberlenker, brauchen wir dann noch. Ich hoffe, dass die Zweig noch alle gehen, weil der Ladewagen hinten so schwer ist. Aber normal dürfen das schon hierher. Mei schon. Wo ist denn unser Frontkraftheber drauf? Schnell mal da programmieren. So. Passt. Oberlenker noch hier machen. Aber ins Fett gelangt. Nein. So, habe die Ehre mit der Anne. Jetzt, wir sind mitten unter dem Maisfuhren. Beziehungsweise, ja, sind wir drüber. Jetzt bin ich gleich wieder dran. Jetzt ja schon. Zwei Felder gefahren, wir machen aber den Wagen nicht so viel, weil es ist einfach nur groß, gerade die Pflanze und ewig schwer. Und ja, wenn wir sich ehrlich sind, komme ich dann mit dem 185er, mit dem 560er nicht so gut über das Silo drüber, wenn das recht, voll machen. Und bevor ich mich dann einschaue und komme nicht mehr weiter und ist ja alles nicht wert. Und mich kann man da immer eh mit dem Fahren. Genau.
Bin ja gespannt, was du jetzt einmal sagst zu der Perspektive da. Jetzt ja, ist das mit so einem, ja, so einer Klemme am Spiegel hingemacht. Ja, das ist so ein Gummipuffer drauf, also verkratzt nichts oder sonst was. Und ja. So, dann, also Leute, jetzt packen wir es aber einmal. Jetzt haben wir, ich habe es jetzt ein paar Mal probiert, ein Video zu machen, aber ich habe es immer nicht zusammengebracht, weil immer wieder was dazwischen gekommen ist. Ja, jetzt haben wir da ein bisschen einen Stall an Stutzen da zum Fahren. Geht es ein bisschen langsamer. Na, wackelt alles und schiebert alles da. Ja, auf jeden Fall, was gibt's Neues? Die T-Shirts sind bestellt. Es wird T-Shirts geben. Ich habe bloß einen Fehler gemacht, ich habe die falsche E-Mail angegeben und jetzt habe ich eineinhalb Wochen versammelt. Aber schauen wir mal, wird sich schon mal nur after. Werden schon bald fertig werden, hoffe ich mal, denke ich mal. Genau. Ja, Häcksel und Daumen mit einem 8,5er, mit einem neuen 8,5er von uns, mit einem neuen Stockbuster 8-Dreieck, also das Milchgebiss quasi für Camper. Genau. Ja, die einen oder anderen haben es vielleicht mitgekriegt von meinem Instagram-Post, dass wir jetzt nochmal Bild durchgekriegt haben. 6,250, 4 Stück. Die sind aber auch schon wieder im Osten dran. Also von dem her. Aber. So, schauen wir mal, ob wir aufkommen über den Hügel da. Ja, ich bin schon ewig echt kein 560er ZX mehr gefahren, mal ehrlich sagen. Ja, das, man merkt schon, dass ein schwerer Klotz ist, also lass ich echt zeigen da. Ja, genau, was neu ist. Jetzt stehen wir kurz vor die 5000 Abonnenten auf YouTube. Also, das ist ja ein Monat frei, das ist ja super. Da jetzt weiterhin fleißig abonnieren, den Kanal, wenn es euch gefällt. Und ich versuche euch jetzt ein bisschen mehr mitzunehmen während der Maisernte auch. Die verschiedenen Tage. Ich meine, ich werde nicht jeden Tag ein Video aufladen, aber ich nehme es auf und es kommt dann verspätet halt online, wenn ich Zeit habe, dass es schneit und aufladet. Und dass wir ein bisschen so Lohner-Vlog-mäßig mal alles ein bisschen zeigen, was so Aushilfsfahrer bei Köln Harvest alles so tun darf, soll, sonst was. Genau. Ja, mittlerweile ist auch der neue Knicklenker da, der Gartrack, der neue, der ist auch schon im Einsatz. Ja. Vielleicht geht es für mich mit dem Truck jetzt nächste Woche, also am Sonntag kommt jetzt, leck war das jetzt ein Stor, Alter. Am Sonntag kommt das Video online, vielleicht bin ich da schon auf dem Weg in den Osten rauf, weil da braucht man unbedingt Fahrzeuge, Hafer zum Häckseln da drüben. Aber schauen wir mal. Weil die Woche drauf dann, da will ich auf jeden Fall daheim sein oder in der Gegend sein, weil da habe ich Geburtstag, da möchte ich meine Freundin und meine Familie auch
kurz am Abend wenigstens noch sehen. Sonst sehe ich es ja gar nicht. Ja, letztens einmal Ass gerechnet. Ich bin jetzt schon seit 9 Jahren Bude gefahren und seit 8 Jahren bei Lohnunternehmen gefahren. Ja, es geht leider nicht schneller. Da sind wir jetzt wieder beim Problem beim John Deere, dass der unter 10 km/h im Boost rausdreht. Ja, dann geht halt nichts mehr auf der Baustelle. Ich sehe einen Sandbahn da. Aber alles, was wir noch ohne Sperre fahren können, ist schon mal gut. Vor allem haben wir schon ein bisschen einen Hang gehabt, also ja, war schon ein geschmeidiger Hang. Da ist gleich der Häcksler im Hundegang gefahren und ich mit dem Wagen neben dran. Also war schon lustig. War schon lustig. Interessieren tat es mich schon mal im Osten da mit den großen Biogasanlagen und so. Und also das, aber ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Vielleicht einmal eine Woche, ja, aber das ewige Grat da hinfahren. Und ich habe heute mit einem Kollegen telefoniert, der hat glaube ich 137 Hektar Stickel und so. Ja, pff, ich weiß nicht, das gibt mir irgendwie nichts. Also es ist ein Stamm tut es da dran, bei uns stirbt es ja wenigstens nicht. Naja, schauen wir mal. Hoppala. No. Upp. Ja, jetzt habe ich dann, wie gesagt, 5 Wochen Urlaub. Und dann schauen wir mal, ob ich vielleicht mein festes Gespann kriege, so wie eigentlich fast jedes Jahr. War schon geschmeidig, dann brauche ich nicht. Dann kann ich mein Gespann pflegen und sauber halten und Ding und dann passt das. Mann, geht wieder so in Bierhaffi. 6,2 km/h. Gerade ein nicht ganz so guter Maisbestand. So, Häcksler fährt nebenher, weil ich nicht weiterkomme mit meinem Schnaufel. Können wir wenigstens den Häcksler ein bisschen zuschauen. Also der mulcht das quasi gleich hinten da, hinten dran, am Gebiss. Da sind so Schlägel dran. Ja, die Kameraführung ist jetzt heute mal ein bisschen für den Arsch, würde ich schon mal sagen. Weil ich das ein bisschen halten muss, weil ich mit dem externen Mikrofon auch arbeite. Aber für das erste Maishäcksel-Video werde ich jetzt einmal down. Ja, da ist relativ viel Wildschaden bei dem Mais leider. Aber das ist der Acker, das war vor, ich glaube, 2 Jahren, wo ich auch schon mal da bei dem Acker war, auch Mais, aber ist selbe leider. Das ist, aber dafür ist der andere Mais besser. Ja, ja. Machen wir schon. Jetzt wechseln wir das schnell weg, weil sonst sind wir auf der anderen Seite, dann müssen wir welcher dem da nochmal hinterher fahren da.
So. Da bleibe ich mal ein bisschen weiter weg, weil es sind keine ganze Reihen mehr. Nicht, dass ich nämlich da jetzt nach Ziel komme und der kann ja das. Das ist immer ein bisschen blöd. Ja. So. Aber ich muss sagen, der 8.5er, der schmeißt echt gut sein Material, weil ich vorhin auch schon mal ausgehäckselt und der Bulldog ist nicht recht triggert worden. Ja, freilich ein bisschen schon immer, aber jetzt nicht der Teufel. Ich weiß nicht, ob man erkennen kann, aber der geht eigentlich fast im Himmel auf, wie so stark. Geht wieder gar nichts. Schnauflaufe 5,9. Ja, das ist einfach, weil der aus dem Bus rausgeht unter ca. km/h. Du spürst halt brutal. So. So, schön vorne eine Gewichttafel lohnen, dass wir über das Silo drüber kommen. Oh, Scheiße, jetzt bringen wir es nicht in der Breite nicht ganz ein. Wenn wir nochmal aufschneckern dann. Ja, leck ist dieser große Großhupfer. Das war ein Riesenfisch. Ja, für mich kommt jetzt dann eine Ablösung. Oder Ablöse. Der Kollege fährt weiter, dass ich nach Hause kann, weil ich schon ein bisschen länger unterwegs bin. So, den wir zwei Reihen häckseln da. Ja. Bleibt da gleich stehen, der Bulldog. So nasch. 4,9. Es geht schon steil auf. Muss man schon sagen. Peinlich, peinlich, wenn die ganzen Leute so schauen und du schneckerst da mit dem Bulldog auf. Du. Jetzt haben wir gleich bald den Fußweg von lauter Gas gehen. Aber jetzt haben wir es gleich. Jetzt haben wir es gleich. Oh ja. Mein Mann frei. So, da.
Ja, Fahrradgeiler war da wieder ein Sturhe. Mit denen Mulcher, weil es sind ja so Schlägelmulcher. Der Steini ist da einfach scheiße. Das ist. So, düsen wir ab zum Silo. Kamera da wieder rüber. So, da la. Ja, ich glaube, ich muss echt nächstes Mal mein Saugnopf aussuchen. Weil mit dem wäre es doch schöner, weil dann kann ich es mir vorne hin machen, die Kamera. Oder ich hocke es nächstes Mal einfach wieder auf. Aber da geht das mit dem Ding halt nicht. Das ist ein bisschen blöd. Mit dem Media-Mod. Quasi mit dem externen Mikrofon geht das dann nicht. Naja, ist einmal was anderes, oder? Ist einmal was anderes. Oh, man müsste ein bisschen fürs Fundmail vielleicht auch einmal noch machen. Ja. Wo stehen wir jetzt da hin? Hat zwar kein Strom, aber ich will nicht sonst machen, weil sonst. Das kann ich dann keins. Ohne die Kaufflügel. Das hat schon was. Schon geschmeidig. Weißt du was? Jetzt immer bloß die Kamera da mal hinten hin. Weil dann sieht es wenigstens was von vorn. In der Regel. So lassen wir es einmal. Da seht ihr alle bei mir. Dann seht ihr ein bisschen was für den Umfeld. Ja, jetzt mal was trinken. Den ganzen Rehen. Ja, eigentlich war ich gar nicht so heiß auf Maishäckseln heute irgendwie, aber jetzt, was heute angegangen ist, ist schon ganz geschmeidig eigentlich. Ja, verreck, jetzt hätte ich bei Hähner zusammengefahren. Läuft der Hähner rum. Lauter Hähner. Jetzt haben wir noch ein größeres Stück, ich glaube 11 Hektar. Das ist kein Vergleich mit dem Osten, ist ja klar, aber für unsere Gegend hier. Ist ein größeres Stück. Klingt das ja. Ja. Oh, schon noch. Jetzt lassen wir mal überlegen. Jetzt werden wir gleich zufahren. Ja, dann bleiben wir da nicht durch die Ortschaft. Das machen wir gleich. Ja, der hat auch eine Bremse, weil ich komme nicht so schnell vom Fleck. Geh noch, Burli. Das ist wieder ein Anruf. Ja. Hat da gerade angerufen. Also danke Gerassia und Johannes für die Erlaubnis zum Filmen. Das ist der Betriebsinhaber, der Betriebsleiter, wo wir häckseln dann. Grüße gehen raus an dich. Ja, da haben wir jetzt dann das andere Stickel da. Oh. Okay. Schön Stickel. Schöner Mais, schön Stickel. Das passt. So, rum um die Kurven. Oh, hoppala.
jetzt liegt da, da auch schon wieder. Also, Kauknochen. Opa. Zack. Das macht die Kameraführung. Ist noch am Start, oder? Ungefähr. Ja. Leckt sich das Ding Akku, hey. Also bei Akku gut, müssen wir schauen, dass wir noch ein bisschen Silo kommen, sonst sieht man das nicht mehr. Dann sieht man die Silo-Überfahrt nicht mehr. So, da la. Ja, jetzt das Wochenende, also heute haben wir glaube ich im 9. oder so, 9. September. Jetzt das Wochenende haben wir daheim Gäste, das Wochenende fahre ich quasi nicht. Und dann fahre ich erst wieder ab Montag. Ab Montag ist dann wieder auf. Ja, schreibt es unbedingt einmal unten in die Kommentare, was jetzt halt. Ich hoffe, mein hat ja jetzt geschaut, gerade so rumgefuchtelt. Ich hoffe, das ist einmal ein bisschen Abwechslung zu den normalen Let's Drive Videos. Ich meine, es ist auch ein Let's Drive Video, aber ich versuche euch ein bisschen mehr mit einzubinden. Es geht nicht überall und immer, weil du kannst nicht alle Kunden und Dinge, ich frage ja nach der Erlaubnis, ob ich filmen darf. Weil du darfst einfach nicht über, jeder will es auch nicht und das muss man akzeptieren, das um Gottes Willen, wenn der Kunde das nicht will, dann machen wir das auch nicht. Weil Hauptsache der Kunde ist glücklich, das ist das Wichtigste. Genau, aber ansonsten werde ich euch da mal ein bisschen mitnehmen. Also wie gesagt, die TX, da haben wir jetzt schon, jetzt fällt es mir gerade rein, meinen Kollegen einen Standard schicken, weil der gerade vom Igel wieder einen TX holt. Ist denn der Standort? Den brauchen wir. Passt. Das hätte ich jetzt bald vergessen, sorry Max. Ich habe nämlich gerade wieder einen TX beim Igel hinten. Dann werden wir noch 3 Stück holen, wenn mich nicht alles täuscht. Und 5 Stück in Spelle bei Krone im Werk. Weiß ich noch nicht, wenn wir das ausstellen. Aber müssen wir auch noch welche holen. Ja, da bei dem Silo da jetzt, da fährt der Kunde selber zusammen. Also er selber ist gerade jetzt nicht da, aber sein Vater fährt jetzt gerade noch zusammen und er ist schnell heimgefahren, hat er gerade gesagt. Ja, schaut super aus, das Silo. Einwandfrei. Das ist auch das Silo, da war ich das TikTok-Draht, da war ich Silo gewalzt. Wer mir in TikTok folgt. Genau, das ist das Silo, da war ich groß gewalzt. Und jetzt tun wir da. Da hängt es auch so blöd. Die Einfahrt ist ganz eng da. Und da ist überall der Chrom. Und da ist. Jetzt müssen wir da schauen, dass wir da über das Silo irgendwo drüber fahren. Servus! Aber Jere, bleibst glaube ich ein bisschen weiter innen, dass sie nicht rausfallen, weißt du? Ja. Weil da kann ein Assi rein, man kann einen leichter, weißt du, wer einer hat. Ja. Machen wir. Kannst du da wieder weg, hat um 1,5 Meter? Ja. Alles klar. So, der Wagen hängt da schon irgendwo rum drin.
Das Blöde ist, man ist ja quasi schief auf sie laufen, wenn ich wenigstens das Mikro hinstellen kann. Dort. Und mein Knickdecksel jetzt auch eben, dass das Pickup nicht angeht. Und dann müssen wir alles geben. Ja! Genau! Hopp, 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 hopp! Jawohl! Einwandfrei! Wunderbar! Hat er gut gemacht, der Burli. Ja, ich hab quasi die Abladeautomatik drinnen. Ich drücke eigentlich bloß drauf, Klappe aufmachen. Kann es euch einmal genauer zeigen. So, da. Meine Abladeautomatik. Und dann macht eigentlich alles für selber. Der fährt dann der Stirnwind selber. Ich meine, es fährt jetzt da eine Achse. Oh, jetzt macht der Stirnwind gerade. Macht alles für selber, brauchst gar nichts mehr selber da. Zack, zack. Ach ja. Ja, wie gesagt, wir waren jetzt bloß halb zu viel. Wenn wir den Fußschwatteln da hatten, wäre es über Silo drüber schwierig. Ich meine, mit Ach und Krach werden wir wahrscheinlich schon drüber schläufern können. Irgendwie mit Gewalt. Aber ja, das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache. So, jetzt lade ich mal die Knickdeichsel wieder ein bisschen ohren. Schalte die Zapfwelle ein, dass vorne das Zeug rausfliegt. Und weil, wenn ich sonst die Zapfwelle noch nicht, dann steht es ein Stahl und dann. Ja. Ist halt nicht gerade materialisch unend. Deswegen tun wir da ein bisschen materialisch unend. Ich glaube, ich kratze jetzt da vorne mal das Zeug raus. Weil das nervt bin ich mich, dass das da nicht rausgeht, weil ich habe nämlich kurz einmal ein bisschen Zeit. Kann ich das nämlich raus da. Ja gut, also wir haben jetzt auch schon. Ich denke mal über eine halbe Stunde zusammengebracht. Also von dem her. Dann, also herzlichen Dank fürs Zuschauen. Schreibt es unten in die Kommentare, was euch gefallen hat. Es wird auf jeden Fall jetzt öfter sowas ähnliches kommen, dass ich euch einmal so einen Tag mitnehme oder was oder ein bisschen eine Zeit lang. Und dann, genau. Also, macht es gut, fette Habadere, bis zum nächsten Mal. Perfekt zum Reifenwechseln. Schön, auf Augenhöhe. Passt.
me outside in the cold again. I think I'm alright, but I'm lost within. Took over my life, so it ends.